Mein Partner vor Ort ist der Platti Thomas, Firma Anliker, der Partner werden für die Firma, von der Firma Lemke. Deutschland. Bodenbearbeitungsspezialist. Wir sind, alles in Deutschland herstellen. Wir haben flache Stäute. Nachher dort auf dem Tisch haben wir nachher die verschiedenen Scharvarianten aufgelegt. Ihr könnt die noch anschauen. Und notabene muss ich auch sagen, die Schare kann man auch zahlen. Wir können euch das sonst genau ausschreiben. Was Mit mir ist der Altus Hansrudi, der den Aussendienst macht für die Firma Böttinger, Schweiz. Vorher im Altus war, kennt eigentlich die Gegebenheit hier gut, und vielleicht der eine oder andere von euch schon mit 20. Zwei balkige Grupper. Wir könnten den gleichen haben mit Nonstop, das ist hier kein Thema. Oder auch auf allen drei Balkigen wären dann 30-30. Der Grupper, so wie er hier steht, der in Grundausrüstung noch Beleuchtung hat, die leider nicht her mögen, ist rund 1300 Kilo schwer. Wir haben Zinken, ist der Standardzinken dran. Wir haben keinen Schnellwechsel, bei uns ist einfach eine Schraube, die man den Flügel abnehmen kann. Schraube raus, nachher kann man weiter. Ja, die Vorführung ist ein voller Gang. Wir arbeiten da unten, ist schwerer Boden und hier gegen oben wird er leichter bearbeitbar auch. Dann noch der Horschgrupper an die Reihe. Ich würde den Grupper Horsch vorstellen, vom Importeur von Agrar Landtechnik AG. Toni Schmidt würde mich den erklären. Grüße miteinander. Danke, dass ihr so saurig Zeit genommen habt, hierher zu kommen. Ich darf den Horsch Terrano FX vorstellen. Das ist eine Modellreihe, wo es verschiedene Ausführungen gibt. So gehen drei Punkte. Die verschiedenen Breiten. Hier haben wir ihn mit Scherschrauben. Es gibt eine Dreibalkung mit 10 Zinken dran, mit den Scherschrauben hier. Und dann gibt es noch eine Auslösung von Federpaket Terragrip mit 550 Kilo pro Zink. Ich lasse wieder über an. Positionen so sind gegeben. Dann, was ganz wichtig ist, die äußeren Scheiben sind gefedert, bei jeder Maschine gefedert. Das heisst, wenn ich einen Bördchen anfahre, einen Randstein verwünsche oder so, kann er immer noch.
wird der Böttingen noch ohne Flügelschar gefahren. Das ist einfach der hier. So, jetzt fahre ich wieder mit dem alten Grupper. Feierabend, nach Hause fahren und YouTube-Videos raufladen. Unbedingt vor unserem Test, Gruppertest. Auf Wiedersehen, bis morgen. Ciao.